Aber ihr noch gerade ein bisschen böse da. Das ist eine Aktion. Hast du noch einen Putz, den du im Ansatz tragst? Ja, da ist zu wenig Gewicht vorgerufen. Der Traktor läuft hoch auf, aber er schiebt sich auf alle Fälle weiter als sie vorfahren. Gewicht für den Heichen ist ganz klar das Maß der Dinge. Die Wand beißt offenbar mehr als man meint. Wie man diesen Hülle mal wo gesehen hat, der hält die Nase momentan noch schön dumm. Gewicht hat er auch noch, wo er mehr führen könnte. Da auf der Höhe zwischen den Achsen. Draht perfekt zweckgeschnitzt. Und wir sind gespannt, ob das reicht bis ganz hinten. Gasrico momentan absolut perfekt unterwegs. Die Rater zahnen sich wie ein Zahnrad im Boden und zieht den Bremswagen spinnend vorwärts. Der Bremswagen, der hier durch das Verschieben vom Gewichtspack irgendwie schwerer wird. Jawohl, Football für Gasrico und somit Hirnstechen. Swiss Helikopter also hier mit einem Helikopter auf Platz, wo Rundflüge anbieten. Also nutzen die Gelegenheit mit 50 Franken pro Person. Ist das verhältnismäßig extrem günstig? Wie gesagt, nutzen die Gelegenheit. Muss aber schauen, und das ist ein bisschen ein Risiko, wenn man da ein bisschen rechtlastig fährt, dass der Traktor die Bahn nicht gut verlässt. 4 Meter muss noch. Jawohl, der Flank just bis zum Fullpull. Zügig unterwegs hier bei den 60-07. Ja, man muss noch drauf bleiben, nicht mal ausrollen. Von 60 Meter an bis 70 funktioniert nicht. Und hier eine perfekte Einstellung und einen absolut wunderbaren Zug. Der Traktor hat mir den Eindruck, hat auch fast, oder hat auch fast bis in Fullpull können ziehen. Vorderachs nicht mehr so viel belastet, aber absolut kein Problem. Das er hier, ein souveräner Fullpull ziehen. Lastschalten funktioniert, wenn das der Traktor ausgerüstet ist. Ob das der 80-75er Schneier schon hat, wage ich zu bezweifeln. Aber wenn es den Moment reicht. Unterwegs hier der Jacki da in aus Etzigen. Und er lässt sich da Zeit mit 3,5 Stundenkilometer. Aber was lange währt, wird langsam gut. Und für euch wichtig, liebes Publikum, wir werden keine Unterbrechung machen. Wir machen eine planmässige, wenn hier alles so läuft, wie das vorgesehen ist. Das bedeutet, wir können fliegend verpflegen mit dem Gang zu den verschiedenen Verkaufsstellen. Unterwegs sitzen für Marco Hubiler aus Attiswil mit dem Brandini Feinini. Und er zieht hier locker einen Fullpull für einen souveränen Zug. Bis zum Fullpull noch 4 Meter. Berken muss er aber ein bisschen. Und schafft hier den Fullpull. Ebenfalls mit einem David Braun 9,95. Er setzt auf Doppelrad. Und zieht hier den Bremswagen ebenfalls spinnend vorwärts. Das an. Ohne Problem kann er hier den Rennwagen über den Bumpel ziehen. Der schwächste
Traktoren leistungsmässig im Starterfeld hier im Zimmerwald. Und das darf man sagen, der einzige oder einer von den einzigen Traktoren, die auch seit 21 Jahren alle mal hier am Haken gehandelt ist. Markus Cino aus Zimmerwald, um hier Kraft effektiv und effizient den Boden zu bringen. Und er geht es darum, den Bremswagen eben noch vorzuziehen. Und wenn ihr seht, wie andere bei dieser Distanz schon zu kämpfen hatten mit der Ballastierung, hat der hier natürlich ein Lachen. Wie viel habe ich schon? Eine Tonne? Also eine knappe Tonne heisst er hier zusätzlich an. Der Buchen E4000 ist mit dem Topperrad natürlich etwas schwerer als 2 Tonnen. Aber um auf die 3 Tonnen in 100 Kilo zu kommen, es ist das mit über 600 Kilometer der Lena Lukas, wo aus Bauch daher ist gekommen mit seinem Zettor von 55 Euro. Also eigentlich inspiriert vom Red Shadow Team, wo ebenfalls hier auf Platz ist, wir sind hier ein Bremswagen gestaltet. Wir nennen sie eine Bandenwerbung oder ein Inserat. Andererseits aber mit Naturalien, so wie eben Firma Toppenburger hier mit dem Autokran, Firma Zug Abfall Recycling in Bauch. Mit dem Nummer 26 ist der Urnenkartrick aus dem Mann hier ziehen. Mit dem Fiat 46 und gut präparierten Pneu zieht er hier den Hund. Ohne weiteres, ohne Problem geht das da über die Zimmer. Will Marcos über 3 Tonnen Klasse. Zweiter Platz zu Samuel und der dritte Platz geht an Thomas Lukas. Und dass dann der Sieger ein Mikrofon überkommt, das ist pur lauter Zufall. Aber weil wir hier sind wir wohl probieren, alles, was wir irgendwie hangen können, nicht dem Zufall zu überlassen, hat er sich hier.